natürlich Regener irgendwas fahren. Das könnte ein Ziel gebrauchen. Auto Regener und das 6 Rüstungsklasse. Das ist wirklich sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und schon wieder ein Kampfpistole. So, da bin ich wieder. Dungeon ist natürlich also eintönig und so weiter und so fort. Und schon wieder ein Kampf. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Ich muss ja erstmal schnell Sis und zweimal heilen. So. Dann zeige ich das halt auch in die MP hier. Solche Dungeons, solche großen, wirklich verdammt großen. Jetzt bin ich ja vollkommen im Kreis gelaufen. Ah, ich fürchte jetzt. Kein Bock mehr. Ich bin schon Level 8. Das dürfte eigentlich genügen für die nächsten paar Sachen. Mann, das reicht mir. Ständigen Kämpfen. Was habe ich mir denn dabei nur gedacht? Und vor allem ist der Dungeon viel zu groß. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Ah, flüchten. Zum Glück können wir immer flüchten, aber das ist trotzdem scheiße. Ach, ja, ja. Flüchten. Was haben wir denn hier für eine Truhe? Ja, für die Truhe lohnt es eigentlich. Schuppenhaut. Ah, Mann, flüchten. Den nächsten Paragraphen werde ich mal nicht flüchten und mal fahren. So, ein Goldring, was macht der denn? Erhöht Stärke um 3, das kann Ärger brauchen. Ja, eher ist es schlimmer, wenn Sis blind geht, weil er eine höhere kritische Trefferrate durch die Äxte hat. Als Tis, Regenerationstrank. Sehr gut. Irgendwie kommt wieder keine Kämpfe mit der Hardrinkkampf, aber mit da oben schon. Und ich schneide wieder diesen Kampf. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich speichere mal ab. Was mir wieder mal passiert mit dem Dingsbums, mit dem vertauschten Tasten. Guck mal, das macht mich als Flüge in so einem Dungeon, in so einem riesengroßen Dungeon, übelst viele Ausrüstung, Gegenstände. Naja. Und wieder ein Kampf. Bis gleich. So, weiter geht's. Ein Doppelkopf. Das ist, glaube ich, für ihn hier eine Axt. Genau. Das ging irgendwo Fuß werden. Ist in meiner Ansicht nach ein kleines bisschen nützlicher als Blutung, weil das ja nur angeht, weil den Gegner angreifen und die einen noch schädigen und naja, das gleich. Und Tis hat Athenantrennung gelernt. Sehr göttliche Heilung. Mal gucken, was das alles hier macht. Abtrennung, Bestätigung, Blutung und Basisschaden 150. Göttliche Heilung. Halt viel mehr GP, Alter. Oh Gott, das ist kostet aber auch entsprechend 12. Ich muss mal hier ihr ein paar Mana-Kräuter zustecken. Ach, sie hat ja übrigens, glaube ich, doppeltes HP und somit mit Heilgegenständen, weil sie Medizinkunde besitzt. Das weiß man aber natürlich nicht, das muss man wissen. Und ja. Weiter geht's. Gut, der Dungeon ist so verdammt groß, aber auch eintönig und öde. Das ist... Kämpfe bis gleich. Okay, war nur ein paar Sekunden, aber... bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich muss mal gucken, wie viel brauchen wir noch bis Level 10, 2000. 2000 und er bis Level 9, 21. Okay, weiter geht's. Weiß ich gern, wo war ich denn schon, wo war ich denn noch nicht? Verdammt, schon wieder ein Kampf. Mann, bis gleich. Ja, bis gleich hier vom Overlay. Ah, Hotkey, falscher Hotkey, jetzt. Okay, da bin ich wieder. Sis hat der Löffel abbekommen und das Rückzug gelernt. Was macht das denn? Ah, erhöht die Schnelligkeit. Ist auch gut, wenn man natürlich fliehen will und nicht fliehen kann, dann sollte man das zaubern. Und er ist vergiftet. Und ich konnte den Kampf nicht das Gift entfernen, was natürlich scheiße ist. Und Sarah hat schon wieder zu viel MP verloren. Da werde ich erstmal voll MP heilen. Von der Puppen. Und gut, weiter geht's. 5 Schritte, Leute, 5 Schritte. Ach, bis gleich. Ich glaube, ab jetzt werde ich Kämpfe in paar Schnitte in Kämpfen nicht mehr ankündigen. Weil das sonst zu lange dauern würde. Ja. Und wie gesagt. Oder besser gesagt, eben Schnitte nicht ankündigen, weil jedes Mal, bis dann Leute, das würde nach einer Zeit meine Stimme reizen. Mhm.
aber irgendwie nervt das auch so verdammt extrem. Hier gerade, ich habe schon 37 Fliegermausflügel. Das gibt zwar massig Geld dann, aber... Und ich bashe hingegen inzwischen die Gegner schon ziemlich weg. Okay, Frucht. Was macht das denn? Was diese Frucht ist dafür bekannt, dass sie die magischen Energien verbessert. Kann sie endlich... Gerade 50 Punkte, meine Fresse, das ist viel. Kann sie ja nicht gebrauchen. Essenschwert. Das ist für ihn, glaube ich. Und hebt ganz schön die Attribute an. Das ist gut. Was haben wir hier? HP-Frucht. Die ist sehr, sehr wichtig. Ja, besser gesagt, HP-Frucht. Die kann sie essen. Ach so, ja, 100 Punkte. Da wird wahrscheinlich auch solche Items damit gemeint. Und hier kommt, glaube ich, ein Bosskampf. Deswegen sollte ich mal meine Leute heilen. Und noch MP draufpacken. Gut. Und sichern. So. Bam. Aber wird Drache. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir haben, ich würde mal sagen, Athena-Trennung. Weil passt ihr bestimmt nicht. Und sie würde sich erstmal verteidigen und er bis ans Limit. 216 Schaden, meine Fresse. Gut, ja. Angriff, verteidigen und Schilde hoch. Bam! Er will zwar nur seine eigene Verteidigung, aber besser als nichts. Er macht das 188 Schaden, das ist gut. Na, der Drache ist sowieso gleich weg. Na, Angriff, verteidigen, Kampfstrategie, warum nicht, du greifst lieber an. Ja. Es blutet und ist konfus. Und ist ja wirklich dreckig. Er sieht da, er ist ein Drache schon so schnell tot. Gibt da massig Erfahrung. Drachenklar und großer Regenerationstrank. Cool. Was haben wir denn hier drin? Rotes Buch. Questgegenstand. Ein dickes, schweres Buch. Drachenklau. Klau eines Drachen. Der halt, glaube ich, 100% HP und so. Und die haben jetzt sogar noch die Buffs drauf. Das ist gut. Wie gesagt, das haben wir den Dungeon fertig. Jetzt werde ich wieder hier... Man kann doch... Na, viel schlecht ist es nicht. Das ist Debug-Mode. Hier wieder rausgehen, weil ich nicht jeweils ewig lange Kämpfe um mich ergehen lassen will. Und euch das auch nicht zumuten will. Ich werde zwar cutten, aber trotzdem... So, gut. Jetzt haben wir hier das fertig. Den Quest. Oder die Quest. Steuere ich schon schwer mit Tastatur, aber okay. Ah. So. Ah, das ist ja das Buch. Fantastisch. Ich gebe dir dafür eine Goldamulett. Einverstanden? Rotes Buch gegen Goldamulett getauscht. Nun, viel Glück auf deiner Reise. Du kannst übrigens nun immer kostenlos übernachten. Hallo, Tiss. Hallo, Tiss. Hallo, Tiss. Du sagst nichts mehr. Und bei dir kann ich ein Stück Kuchen kaufen. Und hier hinten können wir jetzt übernachten. Ja. Das ist sehr gut. Jedenfalls für das Gebiet hier. Wenn man aufleveln will. Aber ich bin so... schon so overpowered irgendwie. Stufe 9. Und auch schon wieder bald Early Up. Das ist sehr, sehr schön. Das haben wir auch wieder 40% Rangbürger. Der hat 649 HP. Das ist nicht gerade viel. Und da wir sowieso noch kein Magier haben, also fällt auch schon mal weg. Gucken, ob ich neue Sachen kaufen kann. Aber jetzt, wie gesagt, verkaufen. Das mache ich erst mal ausprobieren. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich gehe jetzt erstmal die ganzen Sachen hier durch. Irgendwas Neues dabei ist, zum Beispiel der Kampfstab. Dann haben wir noch Kapalring, den habe ich schon einmal. Und okay, wir haben noch einen Jadering. Kann man sich eigentlich einen kaufen davon? Ich habe ja so verdammt viel Geld, 3025. Das reicht erstmal für eine ganze Weile. Stark ist eigentlich Intelligenz, na egal. Ein Helm, der intelligente macht. Ho, ho. Das war lustig. Naja. Okay.
Okay. Boah, fertig. Endlich mit dem scheiß Dungeon fertig. Wie lange spielt ihr eigentlich schon? Mal gucken. 1:24. Es dürfte dann auch erstmal genügen hier mit dem Spiel. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel entweder oder dann. Ich wollte nichts mehr aufnehmen, will ich dann mal sehen. Wir sehen uns dann jetzt später dann oder morgen oder jedenfalls morgen dann, weil ich das Apartment-Video hochlade. Bis bald.